freue mich sehr zu später Stunde. Daniel Chernusow, heute das erste Spiel über 60 Minuten dieser Saison. War das ein Meilenstein heute für deine Rückkehr in die Saison? Ja, war natürlich absolut ein wichtiges Spiel für mich. Das erste Spiel nach einer langen Verletzung. Da weiß man halt nicht, wo man genau steht. Und ich freue mich natürlich, dass wir das mit einem Sieg beenden konnten. Die Hiobsbotschaft kam ja direkt Anfang August. Die Spieler waren gerade alle hier. Du hattest eine schwere Bandscheiben-OP. Kannst du mal so ein bisschen skizzieren, wie dein Weg bis heute zu dem Spiel zurück war? Wie hat das ausgesehen? Ja, es war natürlich der ungünstigste Zeitpunkt, direkt gleich am Anfang auszufallen mit so einer langen Verletzung, weil natürlich dann ich auch keine Vorbereitungsspiele machen konnte und somit das letzte Spiel jetzt von mir eben halt 9 Monate zurück war, zu Wolfsburger Zeiten noch. Und ja, natürlich die ersten Wochen waren schwer, da konnte ich mich nicht viel bewegen und dann ab der 6. Woche bin ich in eine Reha-Klinik gegangen für 3 Wochen und danach ging es dann stetig aufwärts, sodass wir dann eben halt dann irgendwann mit dem Eistraining angefangen haben. Und ja, hat natürlich dann am Ende ganz schön lange gedauert, aber ich bin natürlich froh, dass ich jetzt zurückgekehrt bin. Und heute dann gleich zum Einstand. Die ersten Minuten waren ja schon am Sonntag in Nürnberg, wollen wir nicht unterschlagen, aber heute dann zum Einstand quasi auch gleich ein Sieg. Kannst du noch mal so ein bisschen aus deiner Sicht schildern, wie das Spiel gelaufen ist? Es war natürlich auch erstmal wichtig, dass ich da in Nürnberg das letzte Drittel spielen konnte, sodass ich zumindest mal so einen kleinen Anfang hatte, wo jetzt noch nicht so viel Druck da ist, wo ich halt einfach gucken konnte, wie klappt es denn jetzt in Spielsituationen und sodass ich sozusagen heute auch genug Selbstbewusstsein hatte und das Wissen halt auch, dass das halt einfach alles da ist. Und natürlich war es jetzt ein gutes Spiel von uns gewesen, jetzt hier gegen München. Ich fand, wir waren 5 gegen 5 die bessere Mannschaft. München hat natürlich dann im Powerplay natürlich Situationen gehabt, wo sie uns ganz schön unter Druck gesetzt haben. Die haben wir halt gut überstanden und ja, zum Glück haben wir gewonnen. Viele haben gesagt, als die Verletzung und die OP da war, in dieser Saison, da wird das nichts mehr, da wird kein Spiel mehr machen. Jetzt bist du glücklicherweise ja schneller zurückgekehrt, als viele geglaubt haben. Wie sieht deine Zielsetzung jetzt aus in dieser Saison? Möchtest du so viel Eiszeit vermutlich sammeln wie möglich? Ja, natürlich ist es jetzt wichtig, nach so einer langen Verletzung jetzt Stück für Stück zu gehen. Jetzt nicht zu groß zu denken, sondern jetzt einfach sozusagen immer Step by Step versuchen, sich zu verbessern. Und ja, das ging halt im Training ganz gut, dass ich halt mich da stetig besser gefühlt habe. Und jetzt eben halt zum Glück eben halt auch der richtige Schritt im Spiel. Und jetzt muss ich mich jetzt nicht großartig unter Druck setzen für die Zukunft, sondern einfach von Tag zu Tag, von Woche zu Woche halt fleißig an mir arbeiten und dann hoffen, dass sozusagen das alles eben halt gut weitergeht in die richtige Richtung. Du hast mit Jari Pasan schon mal zusammengearbeitet. Da warst du noch, ich sag mal, ein ganz junger Bursche. Das waren zumindest einige Wochen, glaube ich, in Essen seinerzeit. Wenn du mal vergleichst, damals der Trainer Jari Pasan und heute, wo ist da der Unterschied für dich? Ja, muss ich ehrlich sagen, da war ich halt ein junger Bursche, da hatte ich noch ganz andere Probleme, so eine Art. Da kann ich jetzt gar kein Fazit machen, weil ich mich gar nicht mehr so großartig erinnere, wie Jari zu Essener Zeit war. Aber da hatten wir auf jeden Fall auch eine erfolgreiche Zeit, weil wir beide eben halt zu dem Zeitpunkt gekommen sind, wo die Mannschaft ganz unten stand und Zielsetzung war, den Klassenerhalt zu schaffen und das haben wir dann am Ende geschafft. In der letzten Woche haben viele schon spekuliert, vielleicht macht er sein erstes Spiel schon gegen Wolfsburg. Jari Pasa hat hinterher gesagt, nee, der Daniel, der muss sich in Ruhe vorbereiten können. Den wechseln wir nicht ein im letzten Drittel oder der muss ein ganzes Spiel machen am besten. Hättest du dir gewünscht, vielleicht direkt gegen die alten Kollegen zu spielen? Ja, das ist mir egal, muss ich ehrlich sagen. Ich war 6 Jahre lang in Wolfsburg. So, da hoffe ich halt, dass die Jungs, die in Wolfsburg sind, wissen, dass ich ein guter Torwart bin. Und dadurch, dass ich jetzt gegenüber dem Club eher Dankbarkeit empfinde, dass sozusagen, weil sie mir damals die Chance gegeben haben, mich stetig weiterzuentwickeln, gibt es bei mir auch keine Rachegefühle, wo ich jetzt unbedingt im Tor sein muss und denen zu zeigen muss, was ich jetzt für ein toller Torwart bin. Sondern ist jetzt natürlich, da sind viele Spieler, mit denen ich lange zusammengespielt habe. Es wäre natürlich besonders gewesen, gegen die zu spielen, aber es ist für mich nicht wichtig in der Situation, gegen Wolfsburg zu spielen, sondern für mich ist erstmal wichtig, überhaupt eben halt wieder für mich selber wieder in die Erfolgsspur zu finden. Wenn man so lange verletzt ist und der natürlich dann auch auf dieser Position gerade der Ersatzmann auch verpflichtet wird, Thomas Overweier, hattest du so ein bisschen immer Sorge, dass eventuell auch dann irgendwann dein Platz hier besetzt ist, in Anführungszeichen, und du vielleicht gar nicht mehr zurückkommen kannst in diese Saison, in dieses Team? Wichtig war, wenn es halt alles sozusagen gerade gegen einen läuft mit so einer langen Verletzung direkt am Anfang, dass man sich da nur auf sich konzentriert, einfach seine Sachen macht. Und das wusste ich halt auch, dass ich wenn ich zum Eis zurückkehre, dass ich mir jetzt gar nicht groß die Gedanken über Konkurrenzkampf machen muss oder nicht, sondern einfach
wie schaffe ich es wieder gut zu werden. Und ja, zum Glück scheint es jetzt nach dem ersten Spiel ganz gut geklappt zu haben, dass ich zumindest zur alten Stärke zurückfinden kann. Die Lichter gehen aus, das heißt, wir müssen so langsam zu Ende kommen, glaube ich. Wie feierst du Weihnachten oder wo vor allem auch? Ja, wir werden Weihnachten feiern mit der Familie und hoffen halt natürlich, dass es eine schöne Zeit wird. Am ersten Feiertag geht es, glaube ich, schon wieder aufs Eis hier, oder? Genau, am ersten Feiertag geht es um 14 Uhr aufs Eis. Okay, wir freuen uns, dass du wieder da bist. Prima, ich wünsche dir schöne Feiertage und vor allem ein bisschen Ruhe dabei. Danke dir.